In Pakistan hat es zwei schreckliche Selbstmordanschläge gegeben. Bei den Attacken auf Rekruten sollen im Nordwesten des Landes mehr als 70 Menschen getötet worden sein. Außerdem meldet die Polizei 75 Verletzte. Die jungen Soldaten waren gerade dabei, ihre Sachen in einem Bus zu verladen, als sich ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengte. Anschließend eine weitere Explosion. Die Taliban haben sich zu dem Anschlag bekannt und ihn als Racheakt für die Tötung des Al-Qaida-Chefs Osama bin Laden bezeichnet.